Willkommen, meine lieben Freunde, zum allerersten Spieltag der Meme Pokémon League Season 2. Ich gehe mit meinem Team einen Hauch von Voluminas an den Start und kämpfe gegen den guten alten Mert, aka Dirty D. Hilfe, was ist denn heute los? Und der gute alte Mert ist mit seinem Team Rosanna Montana am Start. Und ja, das ist mein Team. Ich habe Marmolida mit einem Beulenhelm, Meagluak Y, ein Silvaho mit den Überresten, Mamutel mit dem Walschall, ein Eifelbeere Voluminas mit am Start. Denn Eifelbeere wurde ja vor kurzem released. Das ist die Beere, die einem Priorität gibt, wenn man unter 25% kommt. Und Zydomega mit dem Battalion-Z, also dem Kampf-Z-Kristall. Und ich bin tatsächlich ziemlich aufgeregt, denn die Sache ist, das ist mein erster Draft-Kampf seit 5 Monaten oder so. Das letzte Mal war halt der letzte Spieltag der GPL und den habe ich noch vor meinem Urlaub gemacht damals. Und wir sehen ein Team. Okay, wir haben keinen Snubuna auf der gegnerischen Seite, das ist ganz cool. Aber wir haben Threads, wir haben sehr, sehr viele Threads. Warte, ich schreibe jetzt erstmal das Team auf. Ich sage auch gleich noch ein bisschen was zu meinem Team. Das Team findet ihr in der Videobeschreibung, auch nochmal verlinkt. Also ein Paste-Spin, beziehungsweise Poke-Paste mit allen Sets und so weiter. Aber ich schreibe mir jetzt erstmal kurz auf, was er hat und dann rede ich ein bisschen über mein Team, beziehungsweise auch während meines Kampfes, wieso ich was gemacht habe. So, wir haben hier Quaxo noch und Pumpkin. Pumpkin hätte ich jetzt so nicht gesehen. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Was ist denn hier los? Ich bin richtig aufgeregt. Ich versuche natürlich alle MPL-Kämpfe live zu kommentieren, mal schauen, ob es klappen wird. Und die Sache ist, Regen ist gefährlich, aber schaut euch mal Megagluak Y an. Der tötet fast alles aus seinem Team. Und ich überlege, ob ich auch direkt mit Megagluak Y leaden möchte. Wenn mit Arcani leaden würde, wäre das nicht so schlimm, weil ich dann einfach in meine Marmolida gehe. Weil Marmolida auch eine Weiband-Variante tankt, weil ich total physisch-defensiv mit dem Beulenhelm bin. So, deswegen ist, glaube ich, mein bester Play hier tatsächlich mit Gluak zu leaden. Weil Gluak trifft 5 seiner 6 Pokémon sehr effektiv. Mit entweder einem Feuersturm oder mit einem Solarstrahl. Gut, Kapaloris wird nicht sehr effektiv getroffen, aber bekommt auch sehr guten Schaden durch einen Feuersturm. Und Arcani könnte ich in der Theorie mit Antikraft treffen. Ist halt die Frage, ob ich wirklich auf Antikraft gehen möchte. Das muss ich dann halt schauen. Und Alter, wieso bin ich so aufgeregt? Alter, was ist denn los? Ich habe einfach so lange keinen Draft mehr gespielt. Ich weiß es nicht. Generell, man muss sagen, ich habe jetzt nicht so hart getryhardet, habe jetzt auch nicht super lange fürs Teambuilding verwendet. Das heißt, erwarte jetzt nicht das krasseste Team. Denn ich habe eigentlich auch gedacht, okay, eigentlich müsstest du Blitzer mitnehmen, der ist ganz stark gegen sein Team. Aber andererseits ist Voluminas halt viel cooler. Nee, aber Voluminas sieht tatsächlich ganz lustig gegen sein Team aus und kann mit den Tarnsteinen und so weiter, mit der Eifelbeere ein bisschen was machen, Explosionen und so weiter und so fort. Und wir sehen direkt den Jirachi-Lead und das ist tatsächlich ziemlich nice. Natürlich kann Jirachi Gewahlschalt sein, was immer nervig ist, deswegen schaue ich jetzt erstmal, was ich hier am besten machen möchte. Denn wenn er wirklich Gewahlschalt wäre, dann könnte er sowas wie Donnerschlag spielen oder auch Donnerblitz. Und deswegen möchte ich schauen, ob es hier mein Play vielleicht ist, rauszuwechseln. Wir sehen jetzt hier erstmal, so warte mal, ich kalke jetzt erstmal ein bisschen, ich werde halt auch ein bisschen kalken in den Kämpfen, aber jetzt auch nicht extrem viel, das heißt, mein Commentary wird immer noch, glaube ich, ganz solide sein, hoffentlich. Und die Sache ist, Donnerschlag wird mich nicht besiegen. Und deswegen bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass mein bester Play ist, hier einfach auf die Mega zu gehen und dann auf Feuersturm zu gehen. Andererseits könnte auch nach Arcani gehen, deswegen wäre Marmolida vielleicht noch ein besserer Play, weil es so ein bisschen Midground ist. Und deswegen muss ich noch einmal so schauen, ob wir jetzt hier das wirklich so machen wollen. Also gehe ich jetzt hier in Arcani rein, in Marmolida rein auf seinen Arcani oder vielleicht sogar auf seinen Jirachi. Oder gehe ich einfach auf den Feuersturm. Weil er könnte halt Feuerfänger Arcani haben und darauf habe ich tatsächlich keine Lust. Aber andererseits verliere ich, glaube ich, gar nicht so viel, wenn ich auf Feuersturm gehe, weil ich kann danach immer noch Marmolida gehen. Ja, ich glaube schon, das sollte passen. Ich gehe auf den Feuersturm. Er bleibt tatsächlich drin, wenn ich jetzt hier durchkommen. Also ich hoffe, dass er nicht Gewahlschalt ist, beziehungsweise, dass ich halt einfach schneller bin und ihn mit dem Feuersturm einfach besiegen kann und vor allem halt treffe. Das ist gerade meine Hoffnung. Aber wir sehen jetzt hier vielleicht die Kehrtwende, weil er Gewahlschalt ist. Das werden wir jetzt hier gleich sehen, was er machen möchte. Wir sehen jetzt hier die Kehrtwende. Jo, ich gehe von dem Gewahlschalt-Set aus. Deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, dass ich nicht in Marmolida gegangen bin, weil dann hätte er Kapaloris reinwechseln können und das wäre ein bisschen nervig gewesen. Natürlich habe ich den Beulenhelm drauf, der wäre nice für Jirachi gewesen, für den Chip-Damage, aber Kapaloris ist ein großer Threat. Deswegen habe ich auch eigentlich nur Silvaro mitgenommen, weil ich habe eigentlich nicht so eine richtige Kapaloris-Antwort. So, Present, da kommt Arcani rein. Okay, ach ja, nebenbei, der gute alte Mert und hat er Feuerfänger? Er hat Feuerfänger, sehr nice. Der gute alte Mert macht nicht wirklich mehr Pokémon-YouTube, also der lädt jetzt nicht mehr wirklich was auf seinem Pokémon-Kanal hoch. Aber er wird wahrscheinlich auch die Kämpfe der MPL hochladen, wahrscheinlich den heute noch nicht. Unser kam ja auch ein bisschen verzögert, weil wir auch erst heute, wo das hier online kommt, kämpfen konnten.
Und ja, deswegen ist es auch so, der wird das auf jeden Fall hochladen, die Tage. Das heißt, schaut auf seinem Kanal vorbei, Link in der Videobeschreibung. Und ich habe meinen Namen, ja, ein bisschen an ihn angelehnt, also nicht ganz, aber sein YouTube-Kanal hieß damals mal Dirty Dancer 64. Er hat sich dann in Dirty D 64 umbenannt. Und ja, dadurch dachte ich mir, Alter, da benenne ich erstmal die ganzen Pokémon nach verschiedenen Tänzen. Und ja, das fand ich eigentlich ganz lustig. XD. So, die Sache ist, Arcani hat jetzt den Feuerfänger-Boost, plus die Sonne ist draußen. Also Arcani ist stark hier, aber der sollte immer noch nicht genügend Schaden gegen Marmolida machen. Also Stromschuss sollte immer noch stärker sein als ein Flammenblitz in der Sonne, oder? Muss ich jetzt ganz kurz mal selber schauen, weil darüber habe ich gar nicht so krass nachgedacht. Oh, ja, also Flammenblitz gewahlbandet könnte Two-Hit-KO'en. Also würde sogar Two-Hit-KO'en. Ja, nicht ganz, weil ich Full HP bin. Aber er wechselt tatsächlich nochmal raus, predicted hier meinen Switch-Out. Er macht das hier sehr, sehr gut. Er geht in Lillelille in sein Quaxo und holt hier den Niesel raus, okay? Also da habe ich jetzt verschiedene Optionen. Denn die Sache ist, dass ich für Quaxo natürlich auch Sevaro hätte, da reinwechseln kann. Ich könnte aber auch einfach in mein Zitomega gehen, aber ich habe kein Magieschild auf Zitomega, sondern Belebekraft. Weil ich möchte eigentlich nicht in ein Toxin reinwechseln. Also zumindest jetzt nicht mein Zitomega. Mein Marmolida darf auch nicht vergiftet werden. Das heißt, eigentlich ist mein bester Play jetzt hier in Sevaro zu gehen. Weil Sevaro ist total speziell defensiv ausgelegt, kann also auch von Kabaloris sehr viel tanken, also wird zwei Eisstrahlattacken von einem Leben-Offset überleben. Und ja, wir sehen ja auch auf seiner Seite, dass er nicht so die, doch, er hat die Tarnstein-Option, er hat schon Tarnstein-Option mit Zumpex und Jirachi. Aber ich glaube nicht, dass er auf Jirachi Tarnstein spielt, weil ich gehe einfach von einem Walshaw-Set aus. Und Zumpex, ja natürlich wird er da drauf die Tarnstein spielen, aber wobei, noch nicht mal natürlich, ich meine, es ist das Mega-Sumpex. Es muss nicht sein. Es kann sein, aber muss nicht sein. Mal gucken. Die Tarnstein ist auf jeden Fall nervig. Die Sache ist halt, Mega-Durak Y sieht halt super stark gegen das gegnerische Team aus. Wenn er nicht die Tarnstein rausbekommt, kann mein Mega-Durak Y so viel machen. Er doubelt jetzt hier wieder raus. Alter, was sind das hier für krasse Doubles? Da kommt er mit seinem Sumpex. Gut, damit habe ich gar nicht so ein großes Problem. Denn die Sache ist, dass Sumpex mich nicht besiegt mit einem Eishieb. Ich bin komplett KP investiert, logischerweise, weil ich speziell defensiv bin, habe ich auch sehr viel KP Investment. Einfach nur, um dieses Kabaloris zu checken, weil, wie gesagt, Kabaloris ist ein großer Threat für mich. Und ja, Ice Heap besiegt mich nicht. Also zu 100% nicht. Selbst wenn er einen Ice Heap mit einem harten Wesen hat. Oder jetzt hier abfeuert. Deswegen überlege ich gerade, ob ich lieber auf die Schattenfessel gehen möchte. Ah, Schattenfessel bringt mir nicht so viel. Also ich würde halt dieses Arcani ein bisschen besser treffen, ne? Ja, deswegen muss ich jetzt überlegen, ist Laubklinge hier der Play? Sollten wir safe spielen? Er darf hier nicht drin bleiben, er darf es nicht machen, das darf er nicht riskieren, deswegen gehen wir auf die Schattenfessel. Gibt keinen Grund, wieso er das jetzt hier machen sollte, hier drin zu bleiben. Ich weiß es halt nicht, so Mert kann ich aktuell überhaupt nicht einschätzen, weil Mert hat jetzt auch schon länger nicht mehr Pokémon gespielt. Sein letzter Pokémon-Kampf war, ja, glaube ich, in der letzten MPL-Season. Also, mal gucken, wie er jetzt hier spielen wird. Aber ich meine, er hat es nicht komplett verlernt. Wir haben jetzt gerade ein paar coole Doubles gesehen, beziehungsweise ein paar coole Wechsel. Aber er bleibt tatsächlich drin. Megert sich interessanterweise nicht. Na, Schattenfeste ist da jetzt auch nicht so schlimm. Und im Fall der Fälle kann ich Sevaro später noch hochheilen. Und wir sehen jetzt hier den Ice Heap ungemegert. Aber hat er keinen Megaring oder was ist hier los? Der macht natürlich trotzdem guten Schaden. Moment, wieso macht er so viel Schaden? 61 KP? Wieso macht er so viel Schaden ohne Megaform? Hä? Der kann ja nicht gewahlbandet sein, weil er ist ja mega. Deswegen bin ich gerade aber ein bisschen verwirrt, wieso der so viel Schaden macht. Der darf doch gar nicht so viel Schaden machen. Warte, das möchte ich ja mal sonst nachkalken. Ja doch, er hat einfach eine Max-Roll bekommen scheinbar. Er hat wirklich den maximalen Schaden bekommen. Er hatte keine höhere Roll bekommen können. Wow. Egal, dann hauen wir jetzt hier einfach mal Disco Fox rein. Also, Marmolida, denn die Sache ist natürlich, dass er jetzt hier nicht rauswechseln kann, weil ich ihn mit Schattenfessel eben, ja, festgesetzt habe. Er macht es sehr gut, geht auf die Tarnsteine. Guter Play. Aber krass, dass er hier sein Sumpex riskiert. Ich sollte wahrscheinlich auch ein bisschen safer spielen. Er wäre wahrscheinlich schlauer. Aber hey, sollte schon passen. So, ich glaube, Toxin ist ja eigentlich eine ganz gute Variante. Denn Toxin trifft hier alles relativ gut in seinem Team. Beziehungsweise treffe ich halt alles außer Jirachi, aber Jirachi will ja nicht in einen Marmolida reinwechseln. So, da kommt wahrscheinlich sein Pumpkin rein oder Kabaloris. Diese beiden Pokémon hätte ich jetzt erwartet und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier mit Toxin treffen. Problematisch ist jetzt nur, dass Sevaro
sehr stark angechippt wurde. Also wahrscheinlich hätte ich rauswechseln müssen. Schattenfessel war da nicht der Play. Generell habe ich auch das Gefühl, dass ich selber ein bisschen eingerostet bin, was Draft-Formate angeht. Also da hätte ich besser meinem Gameplan folgen sollen und dieses Kappa-Los, eben mit meinem Sevaro checken sollen, was ich jetzt halt nicht mehr kann, weil ich kann Sevaro da nicht reinwechseln. Ich muss Sevaro davor vorher aufheilen und das geht natürlich schlecht. Also er müsste halt eigentlich auf die Pflanzenattacke gehen, ne? Ich könnte deshalb natürlich in meinen Gluak gehen. Problematisch ist nur an der Tatsache, wenn ich in Gluak reingehe, bekomme ich erstmal 50% Tarnsteinschaden. Und so wie er gerade spielt, predicted er halt sehr viel. So, deswegen will ich das eigentlich gar nicht machen. Jetzt müssen wir auch mal schauen, wie viele Regenturns wir haben. Okay, er hat auf jeden Fall den auf jeden Fall diesen Stein für, um den Regen zu verlängern auf seinem Quaxo. Weil sonst wäre der Regen bereits weg gewesen. Also die Sache ist halt jetzt, dass ich Sevaro brauche. Weil wie gesagt, Kapalos kann mein gesamtes Team eigentlich so ziemlich zerstören. Das ist so das größte Problem an dieser Sache. Das Toxin ist halt sehr, sehr hilfreich dabei. Und jetzt muss ich halt schauen, was hier mein bester Play ist. Vielleicht ist Decidueye mein bester Play jetzt hier. Erstmal Decidueye reingehen. Da ist gerade eben meine Stimme gebrochen. Vielleicht. Erstmal Decidueye reingehen auf den Gigasauger. Und dann vielleicht nochmal rauswechseln. Mal schauen. Aber kommt der Eistrahl. Ich wusste schon sowas, dass er irgendwie was predicted. Ich kenne mehr. Der predicted relativ viel. Haben wir auch schon ganz gut jetzt hier gesehen. Aber der Sumpex-Play war halt echt ein bisschen crazy. Da war halt super, super crazy. Da hätte ich einfach mal safe spielen müssen. Da hätte ich auch ein bisschen was mit Sevaro machen können. Weil so hat Sevaro in diesem Kampf jetzt nicht wirklich was gemacht. Aber das ist okay. Das ist prinzipiell okay. Jetzt habe ich mehrere Optionen. Ich könnte in Zytomega gehen. Der tankt halt relativ viel. Oder ich gehe halt einfach in Gluak und baue jetzt hier Druck auf. Und ich glaube, Gluak sollte jetzt hier der Play sein. Ja, Gluak sollte hier ein solider Play sein. Natürlich verliere ich jetzt sehr viele Prozente. Und ich kann Gluak nicht nochmal reinwechseln. Aber ich kann jetzt hier auf eine Antikraft, gehen. Und dieses dieses Arcani abfangen, was jetzt hier wahrscheinlich reinkommen möchte. Ja, darauf muss ich auch gehen. Er wird jetzt hier auch nicht drin bleiben wollen, weil Kapalos ist viel zu gut in dem Kampf. Aber ich sehe halt echt, dass ich ein paar Probleme jetzt habe, weil ich das nicht so gut gespielt habe mit dem Sevaro. Deswegen, Leute, haltet euch an eurem Gameplan, Also generell, wenn ich jetzt hier ein bisschen was in der MPL reißen möchte, muss ich auch wieder ein bisschen konzentrierter spielen. Natürlich, ich sehe jetzt die MPL nicht so extrem an wie die GPL. Also in der GPL gebe ich mir schon ein bisschen mehr Mühe, auch im Teambuilding und so weiter und so fort. Aber ich möchte das nicht als Ausrede benutzen, sondern ich möchte trotzdem hier natürlich am Ende des Tages die MPL gewinnen. So, ne? Ist natürlich eine klare Sache. Und dafür muss ich jeden Kampf gewinnen am besten. Und da dürfen mir solche Fehler eigentlich nicht passieren. Das heißt, ja, wenn ich weiß, oh, Sevaro, den brauche ich, dann gehe ich nicht einfach auf Schattenfeste und predikte irgendwas, sondern gehe halt raus in Marmolida, weil ich habe halt mit Marmolida einen guten Sumpex-Switch in, so, ne? Jetzt kommt Arcani rein. Ich bin auf die Antikkraft gegangen, die jetzt hoffentlich guten Schaden machen wird, wenn er kein Offensivwesten-Set hat. Und das scheint mir Offensivweste oder Spezialdefensiv zu sein. Ja, das ist Spezialdefensiv. War auch fast zu erwarten. Und die Sache ist halt, dass er jetzt mich vielleicht sogar mit dem Turbo-Tempo besiegen kann. Deswegen überlege ich gerade, was ich jetzt hier am besten mache. Also ich werde so oder so hier sterben. Weil die Tarnsteine natürlich noch liegen und ich bekomme die nicht weg, weil ich Auflockern nicht auf Sevaro habe, aber der natürlich auch sowieso tot ist. Das ist auch ein kleiner Fehler bei mir im Draft. Ich hätte wahrscheinlich noch mehr Hazard Controls reinpacken sollen. Jetzt muss ich halt überlegen, was ich hier am besten mache. So, die Sache ist halt, dass er, wie gesagt, speziell defensiv scheinbar ist. Denn sonst hätte ich mehr Schaden gemacht. Und hat ja auch Überreste und so weiter. So, muss speziell defensiv sein. Auch vom Schaden her. Das heißt, mein bester Play ist jetzt hier eigentlich einfach drin zu bleiben und auf Antikraft zu gehen, weil ich vielleicht sogar noch einen Turbo-Tempo überleben kann. Ja, eigentlich schon. Ich sollte noch einen Turbo-Tempo überleben. Deswegen gehen wir hier nochmal auf eine Antikraft. Können ihm nochmal ein bisschen Schaden reinhauen. Vielleicht bekommen wir ja die Boosts. Man weiß ja nie, aber die würden uns wahrscheinlich nichts bringen, weil zweimal Turbo-Tempo uns besiegt. Er geht sowieso nicht auf Turbo-Tempo. Er hat die Kraftreserve Gestein scheinbar drauf. Und damit stirbt auch Glurak. Das ist interessant. Hat er gut gemacht, Er braucht auf jeden Fall irgendwie einen Arcani-Check, weil Arcani ist viel zu gut gegen sein Team. Aber das ist okay. So, wir sehen jetzt hier, dass Mamutell eigentlich ganz stark aussieht. Aber Mamutell kann ich hier noch nicht reinwechseln. Das geht nicht. Das geht definitiv nicht. Was mache ich denn jetzt hier am besten? Was mache ich denn jetzt hier am besten? Ich überlege gerade,
ob ich in Mammutshell gehen möchte. Also mein Gameplan wird es wahrscheinlich sein, mit Reuniclus hier durchzugehen. Darauf muss ich wahrscheinlich gehen. Pumpkin ist halt ein bisschen nervig, auch für mein Mammutshell. Darauf muss ich ein bisschen aufpassen. Ich könnte ein Voluminas gehen und die Tarnsteine rausholen, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn ich ehrlich bin. Deswegen schaue ich gerade, was hier das Stärkste ist, was ich machen kann. Mammutell vielleicht jetzt einfach und auf Erdbeben gehen. Problematisch dabei wäre nur, dass er halt einfach in, ja, Pumpkin oder so gehen kann. Wobei ich nicht weiß, ob das ein Switch-In wäre. Ah, das ist eine schwierige Situation. Weil ich da halt Mert wieder nicht einschätzen kann, was er am ehesten machen wird, ne? Aber es wäre, glaube ich, nicht so schlimm, wenn er in Pumpkin geht, weil ich dann die Tarnsteine rausbekomme. Mit Voluminas. Deswegen, ja, gehe ich jetzt hier in Mammutell rein, hol mir den Kill vielleicht gegen Akani. Was ganz praktisch wäre. Und dann schauen wir mal weiter. So, wir hauen jetzt hier erstmal ein Erdbeben raus. Problematisch wird auf jeden Fall sein Raincore sein für mein Team. Und das könnte auch das sein, was mir jetzt hier den Kampf verliert, weil ich, wie gesagt, da nicht gut gespielt habe mit Silvaro. Da muss ich halt echt ein bisschen aufpassen. Ah, das ärgert mich. Direkt erster MPL-Spieltag, erster Draft, Kampf seit langer Zeit. Und ich spiele das nicht gut. Ich habe das nicht gut gespielt bisher. Überhaupt nicht. Also er hat ein paar gute Doubles und so weiter gemacht, ne? Aber ich hätte das halt viel besser spielen können. Also alleine der Silvaro-Sumpex-Play. Entweder gehe ich da auf die Pflanzattacke, das wäre okay gewesen. Der Trade, den hätte ich eingehen können, den Trade. Oder ich mache halt den besten Play und gehe in Marmolida rein. Fange jede Attacke ab, kann dann Toxin drücken und hab noch immer meinen Silvaro und verliere jetzt hier nicht irgendwie gegen Kapaloris. Weil Kapaloris kann mich hier komplett zerstören. Das ist so das größte Problem gerade. Deswegen schaue ich jetzt einmal ganz kurz, was ich hier mache. Also wir haben jetzt hier Reuniclus. Der kann halt viel machen. Wenn ich hier Trick Room hätte, könnte er noch viel mehr machen, aber ich habe leider keinen Bizarro-Raum. Was leider ein bisschen problematisch ist. Jetzt muss ich halt ein bisschen schauen, ob ich da was hinbekomme mit Reuniclus. So, er bleibt drin. Das heißt, ich bekomme jetzt erstmal den Kill mit meinem Erdbeben. Und dann muss ich schauen, was jetzt hier das Schlauste sein wird. Also je nachdem, was er hier reinwechselt, ne? Darauf muss ich dann reagieren. So. Das ist schwierig, das ist sehr, sehr schwierig. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall auf Erdbeben gelockt, kann aber natürlich erstmal nicht wissen, weil er ist speziell defensiv. Das heißt, Akani sollte nicht schneller gewesen sein. Gegen ein, ja, normales Full-Speed-Mammutell. Und das muss er halt eigentlich auch wissen. Deswegen muss er auch davon ausgehen, dass ich jetzt hier Eisattacken einsetzen kann. Also kann er auch nicht in Pumpkin eigentlich gehen. Sondern er wird wahrscheinlich in Quaxo oder so gehen. Und den Regen halt wieder raufsetzen. Und der ist halt nervig für mein Team. Vor allem, weil er ihn 8 Runden lang hat. Und die muss ich halt irgendwie ausstallen. Und gleichzeitig halt noch irgendwie sein Quaxo wegbekommen. So, Lelelele kommt wieder rein. Das ist halt sein Quaxo und das ist halt ein Threat. Der ist halt auch ein großer, großer Threat. Muss man auch einfach so sagen. Und er wird halt wahrscheinlich jetzt auch hier auch auf die Wasserattacke gehen. Weil ich sehe jetzt hier keinen Grund, wieso er es nicht tun sollte. Deswegen muss ich jetzt gerade schauen, was da mein bester Play ist. Wie heißt der denn? Quaxo. Denn ich möchte jetzt hier mal schauen, ob ich ohne Probleme mein Reuniclus reinholen kann. Oder der mich irgendwie Tuit KO'd mit einer Hydro-Pumpe. Weil sonst würde ich wahrscheinlich mein Südomega jetzt hier versuchen reinzuholen. Und auch ein bisschen den Regen stallen. Okay, ich gucke jetzt einmal in so Zytro-Pumpe. Ja, der sollte mich nicht Tuit KO'en normalerweise. Selbst mit den Hazards auf dem Feld, also mit den Tarnsteinen. So, ich würde fast sagen, dass ich jetzt hier rauswechsle dann in Salsa. Weil der hat auch so ziemlich jedes Pokémon, was er hier reinwechseln könnte, covern kann. Also er kommt halt mit jedem klar. Egal, was hier reinkommt. So, deswegen ist Salsa hier ein solider Play. Wir sehen jetzt hier das Siedewasser. Burn wäre sehr, sehr nervig, weil ich kein Magieschild habe. Bitte kein Burn, bitte kein Burn, bitte kein Burn. Wir bekommen den Burn. Das ist super, super nervig. Ich glaube, ich gehe jetzt hier auf Genesung. Obwohl ich eigentlich den Chip bräuchte. Ich habe natürlich die Belebekraft auf Salsa drauf, was ganz praktisch ist. Aber ich glaube, ich muss auf die Genesung gehen. Ich brauche Salsa bei einer guten Range. Und ich kann jetzt ja auch kein Crit riskieren oder sonst irgendwas in der Art. Und so stall ich natürlich auch ein bisschen den Regen raus. Aus, Hilfe. Und wenn er rauswechselt, dann wäre es auch okay. Ich bräuchte natürlich, wie gesagt, den Chip. Ich bräuchte ihn eigentlich sehr dringend auf diesem Quaxo. Damit ich halt auch mit Mammutell da was machen kann. Aber das geht halt einfach nicht.
Ich kann aktuell das nicht riskieren. Dieser Burn ist halt dafür einfach so nervig. Okay, okay. Ich darf mich jetzt davon nicht tilten lassen. Ich habe es ein bisschen mir selber zu verschulden, diese ganze Situation gerade. Denn, ja, es war einfach nicht so gut gespielt bisher. Aber ich kann auch noch ein bisschen was rausholen. Und ich muss jetzt überlegen, nur wie ich genau das hinbekomme. Und zwar, wir sehen, dass Akani tot ist. Akani ist tot. Zumbex ist ein bisschen angechippt. Ich schreibe mir jetzt einfach mal ein paar Sachen auf. Kapaloris ist ein bisschen angechippt. Hat vor allem das Toxin drauf, also die Vergiftung. Jirachi ist wahrscheinlich Gewahlschalt. Was nicht das größte Problem ist, solange ich meinen Mamulida habe. Generell Mamulida checkt halt viel aus seinem Team, außer Kapaloris. Kapaloris ist halt so der große Threat gerade. Wenn ich Kapaloris wegbekomme, habe ich sogar ganz gute Chancen gegen sein Team. Weil Mamulida kann fast alles 1v1en, außer eben Kapaloris. Pumpkin könnte sogar in der Theorie auch 1v1 werden. Eigentlich sogar, da bin ich mir sogar relativ sicher. Also da geht nochmal auf Siede Wasserblick, kein Crit. Crit wäre sehr, sehr problematisch. Ich brauche es halt sehr dringend. Okay, kein Crit schon mal. Und jetzt muss ich halt hoffen eigentlich. Also ich kann halt den Regen ausdauern, was praktisch ist. Der Burn würde, der hilft halt nicht sehr, sehr doll gerade. Die Sache ist gerade, wenn ich eben sein Kapaloris anschippen kann, dann ist alles gut. Deswegen schaue ich jetzt einmal ganz kurz, ob ich Safe Call von Kapaloris einen Hit überlebe. Mit Zitomega, weil ich glaube, er wird jetzt so langsam ungeduldig und wird dann gleich in Kapaloris wechseln. Und das wäre natürlich eine gute Situation für mich. Aber an und für sich sollte mein Reuniclus einen Hit von Ludicolo besiegen. Vor allem nehmen. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach nochmal auf die Genesung. Ist mein bester Play erstmal. Und gucken, wir schauen erstmal, was er macht. Und wie gesagt, wenn wir Kapaloris wegbekommen, dann können wir das noch in der Theorie mit Mamulida gewinnen. Also es ist nicht verloren. Ich habe es mir nur unnötig kompliziert gemacht, weil ich meinen Kapaloris-Check weggeworfen habe. Und deswegen sieht halt Kapaloris sehr gefährlich für das Team gerade aus. Die Belebekraft ist halt immer noch nice auf Reuniclus. Das heißt, er kann auch noch ein bisschen was machen, selbst wenn er ein bisschen mehr angechippt ist. Verbrennung ist nervig, aber auch handelbar. So, jetzt wechselt er raus. Er wird, wie gesagt, ungeduldig. So, da kommt er mit seinem Zumpex rein. Okay. So, für Zumpex habe ich eigentlich immer meinen Mamulida. Also sollte ich eigentlich auch in Mamulida gehen. Ich schaue jetzt erstmal nochmal ganz kurz, ob ich hier auch ganz gut was von Zumpex nehme, weil die Sache ist halt, dass ich auch physisch defensiver ausgelegt bin. Das heißt, in der Theorie könnte ich drin bleiben, aber nee, das ergibt keinen Sinn, das zu riskieren. Erdbeben macht zu viel Schaden, deswegen gehen wir jetzt hier einfach in Disco Fox rein. In meinen Mamulida, das tankt halt alles von diesem Ding. Und dann schauen wir weiter, was wir hier machen werden. Denn, ja, ich bin, wie gesagt, in der Situation, dass ich genau das machen kann. Also wir sehen jetzt hier das Erdbeben. Aus irgendeinem Grund halt nicht die Mega, was okay für mich ist. Aber trotzdem bin ich da ein bisschen verwirrt. Okay, das macht so viel Schaden. Crit! Oh, ich wollte gerade sagen, Alter, wieso macht das so viel Schaden? Das ist echt nervig. Och, Mann, das ist gerade super nervig. Ja, egal, jetzt muss ich auf Wunschtraum gehen. Ich sollte halt eigentlich einen Hit noch überleben. Auch von einem Mega-Sumpex, wenn er sich jetzt hier megert. Ach man, wieso passieren jetzt die Hacks am allerersten Spieltag? So nicht gut gespielt und jetzt auch noch die Hacks. Der Crit ist halt super nervig, weil ich wollte eigentlich jetzt hier genau die Situation nicht haben. Denn nun bin ich forciert, gleich gegen Kapaloris drin zu bleiben. Denn Kapaloris kommt halt jetzt gleich rein und denken sich erstmal, yo, was geht? Ich will mir einen Kill holen. Und das hätte ich halt vorbeugen können. Wenn er hier drin geblieben wäre. Aber er geht tatsächlich in Quaxo rein. Ich will erstmal schauen, was jetzt hier sein Plan ist und gehe jetzt hier auf Schutzschild. Denn ich bin mir da ein bisschen unsicher. Andererseits, 127 KP. Auf welcher Range bin ich? Kann ich in der Theorie rauswechseln? Ja, das ist, glaube ich, zu risky. Ich brauche eigentlich den Jungen bei, oder das Mädchen bei vollen KP. Wobei, der ist männlich, sehe ich gerade. So, 33%. Sie, 79. Mega Sumpex mit Tarnstein. Kann er mich Tuit KO'en? Ich glaube, ja. Warte kurz. Ich glaube, ja. Weil ich muss halt gerade schauen, ob mein Mamulida zwei Hits noch von Zumpex überleben wird, weil das ist halt meine Wincon jetzt hier. Ich darf die nicht wegwerfen. Ja, nee, ich muss auf Schutzschild gehen. Ich habe hier keinen anderen Play. Das heißt, ich schaue jetzt hier erstmal, was er vorhat und gehe auf das Schutzschild. Denn ich brauche Disco Fox auf jeden Fall ohne eine Vergiftung drauf oder sonst irgendwas in der Art. Aber wir sehen jetzt hier das Siedewasser interessanterweise. Das ist echt interessant. Will er jetzt hier nur vorgaukeln, dass er kein Toxin hat? Oder was genau ist sein Plan? Das ist eine gute Frage. Mein Reuniclus ist jetzt wieder bei vollen KP.
Problem ist, dass aber halt Verbrennung plus Tarnschein und so weiter kommen. Ich könnte wahrscheinlich zweimal Siedewasser überleben. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich eingehen möchte. Und ich brauche ein Toxin eigentlich auf den Jungen drauf. Ja, ich gehe jetzt auf das Toxin. So, Toxin ist... Ah, da kommt das Toxin. Ich wusste es, Mann. Ich kenne... Ach, wieso mache ich das? Wieso mache ich das? Ist okay. Ist okay. An und für sich auch noch machbar. Aber ich mache so viel... Ich predikte halt ihn irgendwie so. Ich weiß im Hinterkopf, was er machen möchte. Aber ich mache da nicht die Plays, die ich machen sollte. Das ist so richtig schlimm. Das ist so richtig, richtig schlimm. Aber okay. Ja, jetzt hat er Marmolida vergiftet. Meine Wincon so ziemlich. Das heißt, jetzt wird das natürlich ein bisschen schwieriger gerade. Aber okay, ich werde jetzt hier erstmal einen Wunschtraum rausholen. Denn ich bin auch in einer Range, wo ich das mit Belebekraft recovern kann. Und deswegen sollte das passen. Also gehen wir jetzt hier erstmal auf Wunschtraum und schauen dann einfach mal weiter, was der hier machen wird. Ah, das ist halt gerade eine sehr kritische Situation. Mit der Vergiftung vor allem. Oh Mann, echt. Die Vergiftung ist halt super wichtig für ihn, weil Marmolida gewinnt halt sonst im Alleingang, sobald Kapaloos weg ist. Mit der Vergiftung gewinnt er halt nicht mehr so einfach im Alleingang. Aber okay, wir sehen jetzt hier den Wechsel auf Dior, sein Kapaloos kommt wieder rein. Okay, Wunschtraum ist erstmal wichtig. Wir können damit jetzt gleich Reniclus hochheilen, also Zytomega, was ganz praktisch ist. Und es hat vor allem aufgehört zu regnen. Das heißt, er hat jetzt keine krasse Hydropumpe mehr, die er rausfeuern kann. Und Disco Fox kann ich jetzt erstmal rauswechseln in Salza. Und Salza überlebt halt alles, was er hier von sich geben möchte, so ziemlich. So, und dann muss ich überlegen, ob ich ein bisschen was mit Salza versuche. Also mit Gedankengut versuche. Weil die Sache ist gerade, dass ich in einer interessanten Situation jetzt gleich bin. So, wir sehen jetzt den Gigasauger, ist klar, ist auch sein bester Move. Er bekommt Leben, Orb und Toxinschaden, das macht guten Schaden. Definitiv. Er bekommt halt Leben, Orb und Toxinschaden. Und ich bin jetzt hier wieder bei vollem KP. Wie gesagt, Verbrennung. Ohne die Verbrennung wäre ich gerade in einer so guten Situation. Aber die Belebekraft war mir hier wichtiger, deswegen habe ich auch kein Magieschild drauf. Und dann wäre die Überlegung, ob ich jetzt hier auf Genesung, nicht auf Genesung, auf Gedankengut gehe. Aber das ist nicht der Play, das ist nicht der Play. Ich glaube, Psychokinese ist hier einfach der Play. Einfach Schaden raufbekommen auf dieses Kapaloris, weil das ein großer Threat ist. Ich kann auch den Simuf raushauen. Wäre auch eine Option. Wollen wir den Simuf hier raushauen? Weil ich habe halt Angst vor seinem Jirachi. Und den halt anzuchippen wäre schon nice, ne? Der wäre schon richtig, das wäre schon richtig lecker. Aber ich glaube, Psychokinese ist hier erstmal ein besserer Play. So, und der könnte jetzt die Hydro-Pumpe einsetzen, die natürlich auch erstmal treffen muss, ne? Das ist auch natürlich so die Sache. Aber wenn sie trifft, dann ist das nervig, weil es guten Schaden macht, keine Frage. Aber er hat immerhin keinen Regen mehr aktiv, was ganz praktisch ist. Und ich kann mich mit der Belebekraft halt wieder ganz gut gegenheilen. Und Psychokinese wird halt super guten Schaden machen, plus Lebenorb, plus Vergiftung. Das heißt, er würde im Fall der Fälle sein Kapaloris verlieren. Und das wäre natürlich wichtig für mich, weil Kapaloris ist aktuell der größte Threat für mein Team. Und das größte Problem, um eben jetzt hier noch diesen Kampf zu gewinnen, muss ich vor allem eben dieses Ding weghauen. Aber er wechselt raus, er macht den besseren Play. Er geht in seinen Sumpex rein, was er schon vorher irgendwie abwerfen wollte, gefühlt. Was er aber auch immer noch nicht gemegert hat, was ich nicht so ganz verstehe. Und jetzt haben wir das Problem, was ich eben gar nicht haben möchte, aber wir haben es jetzt, dass... Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Denn die Sache ist ja jetzt gerade, dass wenn ich jetzt in Disco Fox rausgehe, wir zwei Erdbeben fressen, plus eben Verbrennung, plus Vergiftung, plus Tarnsteine, das will Marmolida nicht haben. So, aus diesem Grund überlege ich gerade, ob es nicht mein bester Play ist, hier in Mammutel reinzugehen. Denn Mammutel würde einen Hit überleben in der Theorie von einem ein Erdbeben zumindest, nicht eine Kaskade, aber eine Kaskade ist halt nie sein Play, niemals. Das darf er nicht einsetzen gegen Marmolida, wenn es reinkommt. So, deswegen ist gerade meine Überlegung, ob ich genau das machen sollte. Das ist halt schwierig gerade. Da muss ich mich jetzt kurz mal. Da muss ich jetzt kurz mal länger drüber nachdenken. Denn wie gesagt, Mammutel ist immer noch nice gegen das Team. Und Volumidas will ich so noch nicht opfern. Der kann immer noch hilfreich sein. Auch gegen Jirachi zum Beispiel. Deswegen überlege ich gerade, was ich am ehesten machen möchte. Ich bin fast für Mammutel. Und hier ein Erdbeben abfangen und dann halt... Also die Sache ist, Mammutel ist danach aber faktisch gesehen tot. Deshalb, ich glaube, ich muss eigentlich Volumina sacken, ne? Eigentlich schon. Aber
Boah, das ist schwierig, aber ich glaube, ich muss den sacken. Ja, ich glaube, der Mamutell wird wichtiger sein als mein Voluminas. Deswegen haue ich jetzt hier Voluminas rein. Auch wenn ich den dadurch verliere. Höchstwahrscheinlich. Ist schade, aber da hat er nichts gemacht, Voluminas. Ist okay. Da hätte ich natürlich jetzt hier Blitzer mehr gebrauchen können. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wieso er nicht sich megert. Hat er wirklich den Megastein vergessen? Beziehungsweise hat er keinen Megaring. Könnte das etwa sein? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es auch nicht. Okay, damit ist Voluminas weg. Hat nicht wirklich viel gemacht, aber das ist okay. So, dann hauen wir jetzt einfach mal Mamutell rein. Und gehen mit Mamutell auf Eiszapfhagel. Eiszapfhagel killt halt den. Chippt halt Pumpkin an. Und, beziehungsweise trifft ihn sehr gut, trifft Kapalos gut. Es trifft halt nur Quaxo nicht. Dann kann er halt wieder den Regen raussetzen und so weiter und so fort, was ein bisschen nervig ist. Aber ich glaube an und für sich, dass ich das so ziemlich machen muss. Denn Erdbeben wäre halt genauso nervig, wenn jetzt hier ein Kapalos reingehen möchte. Beziehungsweise nicht ein Kapalos. In Pumpkin danach reingehen möchte. Aber will er das überhaupt machen, ist die Frage, ne? Will er das überhaupt machen? Das ist eine gute Frage. Ne, ich glaube, Erdbeben sollte okay sein. Oder? Ja doch, Erdbeben sollte okay sein. Weil wenn er jetzt hier straight in Quaxo geht, dann wäre es echt problematisch. Deswegen hauen wir jetzt hier ein Erdbeben raus. Ich habe natürlich noch den Freeze Dry, aber der wird nicht jetzt nicht so viel Schaden machen. So, da gab es kurz einen Mute von mir, beziehungsweise einen kurzen Schnitt, weil mein Wecker gerade geklingelt hat. Um 15.37 Uhr, frag nicht. Das war, als ich noch krank war und dann etwas mich ändern musste. Und dann habe ich mir den Wecker gestellt, damit ich, weil ich geschlafen habe. Egal, ist ja nicht so wichtig. Ich war auf jeden Fall die Woche krank, jetzt bin ich wieder gesund. So, Leute. Das wäre auch etwas, was ich sagen könnte. Alter, ich war ja die Woche krank, Alter. Ich habe jetzt hier eine Ausrede, wieso ich den Kampf vielleicht verliere. So, wir sehen jetzt hier dieses Quaxo. Und jetzt ist die Frage, die ich mir stellen muss. Gehe ich auf Erdbeben? Oder wechsle ich hier raus? Denn er hätte hier die Option, auch durchaus in Kapalos jetzt zu gehen und super viel Druck aufzubauen. Das wäre durchaus eine starke Option von ihm. Und wenn ich jetzt hier mit Erdbeben treffe, auf den Switch-In, dann wäre es gar nicht mal so schlecht, ne? Das wäre tatsächlich nicht das Schlechteste. Ich würde guten Schaden machen und so weiter und so fort. Aber andererseits bringt mir das, glaube ich, auch gar nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Mein Erdbeben tut Chaotin halt, aber ich bin halt langsamer. Weil Kapalos ist halt safe schneller durch seine Swift-Swim-Fähigkeit. Also Wassertempo, deswegen muss ich eigentlich fast in Kapalos in Zytomega gehen. Selbst wenn jetzt in Kapalos geht, wäre das nämlich okay. Und ich brauche Mamutell noch mit dem Walschall, deswegen wechsle ich hier raus. Ich glaube, das wäre ein Missplay, auf jeden Fall hier drin zu bleiben. Deswegen, ja, wir wechseln raus. Und wir sehen jetzt hier wieder das Siedewasser. So hat halt Tarnschild raus und Burn und so weiter. Bitte kein Crit, es ist auf jeden Fall kein Crit. Wir haben weiterhin Vergiftungsschaden, der wichtig ist. Damit wir ihn mit Erdbeben demnächst besiegen können, hoffentlich. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier wieder auf die Genesung, ne? Natürlich ist jetzt nice, dass wir einen Burn haben, weil wir nicht vergiftet werden können. Könnte man durchaus so argumentieren. Aber ich weiß nicht, ob das so nice ist. Generell ist es halt... Also er hätte halt einen Turn verbraten müssen, um auf Toxin zu gehen. Und in diesem Turn hätten wir ihn halt schön anschippen können. Und das wäre super wichtig gewesen. Und so haben wir halt nichts, so ziemlich. Also er hat halt immer kontinuierlichen Schaden, der mir sehr, sehr sauer aufstoßen möchte. Aber noch ist alles okay. Wie gesagt, ich darf das jetzt nicht zu oft wiederholen, wie super salty klingen. Es ist alles okay gerade. So, wir sehen jetzt hier Pumpkin. So, ihr seht jetzt, mein Kampf-Z-Kristall ist prinzipiell fein, würde ich sagen. Also okay für mich. Problematisch ist jetzt hier an dieser Stelle nur... Wobei, ganz kurz, können wir uns dagegen nicht setupen? Können wir uns dagegen nicht setupen? Gorgeist, erst das fette Ding da, dieses physische Defensive wahrscheinlich oder so. Das super große, also das Gorgeist super, Pumpkin super, wie auch immer. Aber ich glaube, dagegen könnten wir uns in der Theorie setupen. Denn der sollte uns auch gar nicht so viel Schaden machen, oder? Was spielt ihr denn wahrscheinlich? Shadow Claw, das wäre wahrscheinlich seine stärkste Attacke. Die könnte halt immer noch guten Schaden machen. Wir könnten ja erstmal auf Genesung gehen, aber nee, er könnte auch auf Egelsam gehen. Ah, das ist nervig. Ich glaube, ich gehe einfach mal auf die Psychokinese und schau mal, was er einsetzen möchte. Wir sehen die Samenbomben. Das ist okay für mich. Das sollte nicht allzu viel Schaden machen. Das macht immer noch guten Schaden. Aber, Moment, das ist echt guter Schaden. 119. 119, das ist irgendwie offensiv, kann das sein? Ich
Bin gerade ein bisschen unsicher. 119. Schauen wir mal ganz kurz. Ist das ein offensives Set? Denn ein offensives wäre tatsächlich gerade sehr problematisch. So, gucken wir mal, ob es offensiv ist. 119 habe ich gerade gesagt, ne? Ich glaube, 119 habe ich gesagt. So, und zwar, wenn das irgendwie Full Attack oder sonst sowas in der Art ist, könnte er mich damit Shadow Claw besiegen. Er könnte mich durchaus besiegen. Ich glaube, deswegen muss ich fast schon rausgehen. Ich überlege gerade, ob Marmolida da besser ist oder Mamutell. Hello, Mamola. Könnte man halt reinwechseln, weil er trotzdem viel tankt, selbst wenn er auf die Samenbomben geht. Das tankt halt ganz gut, aber ich glaube fast, dass Mamutell jetzt hier der Play ist, weil ich einfach mit einem, mit einer Dunkelklaue rechne. Und selbst wenn nicht die Dunkelklaue kommt, wäre das nicht, das wäre schon schlimm, ne? Das wäre halt schon schlimm. Das ist gerade kritisch, das ist gerade echt kritisch. Ich würde halt so gerne wissen, was für ein Set das ist, aber ich kann es gerade nicht ordentlich nachkalken, weil ich nicht mehr wusste, was mein Anfangsschaden war oder mein Anfangs-KP auf Zytomega. Ich könnte das herausfinden, aber das wird gerade ein bisschen zu lange dauern. Die Zeit habe ich nicht. Deswegen muss ich jetzt schauen, was ich gerade am ehesten brauche. Ich laufe Gefahr, meinen Reuniclus zu verlieren und den brauche ich, um das hier zu gewinnen. Feiderfälle muss ich Mamutell abwerfen. Ich glaube, ich gehe tatsächlich auf Mamutell. Ja, doch, ich glaube schon. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass er auf die Dunkelklaue gehen wird, weil er scheint mir einfach offensiv zu sein. Der muss, glaube ich, offensiv sein. Wir sehen aber wahrscheinlich die Samenbomben, oder? Ja, wir sehen die Samenbomben. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Ist okay. Ich kann halt Mert überhaupt nicht einschätzen. Das ist so richtig, richtig schlimm für mich. Das ist richtig schlimm. Ich kann nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie er spielt. Ich weiß es echt nicht. So, wir müssen jetzt hier eigentlich wieder in Salsa reingehen und für die Psychokinese gehen. Problem wird halt dadurch sein, dass er danach in Kapaloris gehen kann. Und das wird nervig. Das wird sehr, sehr nervig. So, wir gehen jetzt hier auf jeden Fall. Oder können wir hier auf Genesung vielleicht sogar gehen? Warte mal ganz kurz. Ich gehe einmal auf die Genesung. Nachdem er auf die Samenbomben geht. Abgangsbund. Oh, Leute. Boah, wäre das gefährlich gewesen. Okay, Abgangsbund. Okay, ich bin jetzt wieder bei vollem KP. Das heißt, ich kann auf Gedankengut gehen. Ich glaube nicht, dass er die Dunkelklaue hat, weil er hätte sie sonst eingesetzt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es aber auch nicht. So, ich werde jetzt einmal auf Gedankengut gehen, weil ich glaube, ich brauche das hier, um zu gewinnen. Gedankengut, let's go. Abgangsbund, er spammt es. Er kennt nicht, also er weiß nicht, wie Abgangsbund funktioniert in der Generation, habe ich das Gefühl. Seit Gen 7 ist ja so, dass man es nicht mehr spammen kann. Das wäre halt echt nervig gewesen jetzt. Aber glücklicherweise ist das halt nicht mehr so. So, jetzt kann ich nochmal auf Gedankengut gehen. Und jetzt haben wir dann gleich die 50-50s mit Abgangsbund, was halt echt nervig wird. So, kommen jetzt erstmal nochmal die Samenbomben. Aber ich glaube, wie gesagt, der kann. Was hat er denn noch im Set? Abgangsbund, Samenbomben. Ich habe halt keine Lust auf Egelsamen. So, das ist das, was mich halt richtig nervt gerade. Dass er das noch haben kann. Und vor allem die 50-50s mit Abgangsbund werden nervig. So, zwei da immerhin schon eingesetzt. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf die Genesung. So, Pokewiki. Gucken wir jetzt erstmal nochmal ins Abgangsbund. Wie viel AP hat das? Feiderfälle müssen wir die ausstallen. Weil ich könnte mich in der Theorie auf +6/+6 setupen. Aber wenn er Egelsamen hat, will ich das eigentlich gar nicht. So, das ist halt die Sache. Ohne Egelsamen, also wenn er die nicht hat, wenn er wirklich sonst nichts hat, um mich zu berühren, dann könnte das halt echt nice sein. Aber ich weiß halt nicht, was kann der noch haben auf Pumpkin? Das ist so die Sache. Er könnte halt Ölig noch haben und Synthese. Das wären halt noch zwei Optionen. Aber ich weiß nicht, ob er Synthese wirklich spielen würde. Das ergibt für mich irgendwie nicht so sehr Sinn, weil ich glaube, Synthese ist doch schwächer. Ah, bitte keinen Crit, ich hatte gerade Angst. Ist doch schwächer, wenn Regen da ist. Genau, bei 25% ist das halt nur. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt wäre halt Synthese okay für ihn. So, ich werde jetzt hier nochmal auf die Genesung gehen. Ich habe 11 AP davon noch. Ich muss jetzt hier irgendwie was mit Zytomega versuchen. Das ist aktuell mein Gameplan. Mit Zytomega mich jetzt hier irgendwie zu setupen. Und dann vielleicht zu gewinnen. Okay, Samenbomben kommen nochmal. Die machen halt guten Schaden. Irgendwann könnte halt auch der Crit kommen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich ein bisschen mehr physische Defensive hätte. Okay, okay, okay. Das ist aber gerade noch okay für mich. So, wir machen jetzt hier Folgendes. Wir gehen jetzt hier nochmal auf Genesung, oder? Ja, wir gehen nochmal auf Genesung. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt nicht auf Samenbomben gehen wird. Aber egal, ich gehe auf die Genesung.
Ich glaube, ich muss auf die Genesung gehen. Das ist immer mein Play. Wenn ich das hier gewinnen möchte, muss ich auf Genesung gehen. Ich habe noch genügend AP, dass ich das so spielen darf. Okay, geht nochmal auf die Samenbomben, perfekt. Das ist ganz solide für mich. Okay, war das ein Crit? Ne, war kein Crit. Okay, jetzt bin ich wieder bei einer soliden KP-Range. Sodass ich in der Theorie nochmal auf Gedankengut gehen könnte. Und das werde ich jetzt ja auch machen. Ich werde jetzt hier nochmal auf Gedankengut gehen. Zack, Gedankengut, let's go. Da kommen nochmal die Samenbomben. Er hat sie jetzt schon relativ oft eingesetzt. Eigentlich müsste ich fast schon die AP mitzählen, ne? Eigentlich müsste ich fast die AP mitzählen, aber ich habe es nicht gemacht. Wobei, 24 hat er, nee, das bringt sowieso nichts. Also ich glaube, die kann ich nicht ausstallen. Wenn ich die ausstallen könnte, dann wäre es richtig nice. Dann wäre es richtig nice, aber das kann ich einfach nicht. Das funktioniert nicht. Und ich muss jetzt hier meine Chance gleich nutzen. Ich gehe jetzt hier weiter auf Genesung. Da kommen nochmal die Samenbomben, bitte kein Crit. Ich weiß, das ist hier gerade ein Spiel mit dem Feuer. Es könnte jederzeit der Crit kommen. Und das wäre sehr problematisch. Weil ich dann definitiv verliere, weil Mamoli dann nicht gegen alle diese Pokémon, die er noch hat, gewinnen kann. Aber ich glaube, das ist gerade meine beste Chance. So, ich werde mich jetzt nochmal komplett hochheilen und dann muss ich halt die 50-50 mit Abgangsbund wahrscheinlich eingehen. So, kommt nochmal ein Samenbomben. Okay. War das der Crit? Nee, war nicht. Okay. Genesung. Ich muss mich auf volle KP bringen. Aber er weiß es dann natürlich auch. Und dann habe ich Angst, dass er auf Abgangsbund geht. Das wird halt so das Nervige sein, so, ne? Wenn er halt damit rechnet, dass ich ihn irgendwann angreife. Weil die Sache ist halt, sobald ich in einer guten Range bin, kann ich halt echt viel machen. Kann ich halt richtig, richtig viel machen. Okay. Wir gehen weiter auf die Genesung. Das ist halt immer mein Play. Gehe ich jetzt hier nochmal auf die Genesung? Ja, ich muss nochmal auf die Genesung gehen. Aber da bitte jetzt kein DC oder so. Das wäre richtig schlimm. Das nachzustellen, darauf hätte ich gar keine Lust. Und ich werde jetzt auf die Psychogenese gehen, aber ich habe das Gefühl, dass er auf Abgangsbund geht. Aber ich glaube, eine andere Chance habe ich nicht wirklich. Eine andere Chance habe ich nicht wirklich. Deswegen, ich gehe jetzt hier auf die Psychokinese. Aber da bitte jetzt kein DC oder sonst irgendwas in der Art. Alter, das wäre richtig, richtig schrecklich. So, Psychokinese. Ich könnte vielleicht nochmal auf Genesung gehen, aber ich habe einfach Angst, dass wenn ich bei komplett vollen KP bin, dass er dann auf Abgangsbund geht. So, geht jetzt auf die Samenbomben. Ich hau den jetzt hier erstmal weg. Was ganz praktisch ist. Und ich bin halt auf +3/+3. So, ne? Deswegen, seine speziellen Pokémon kann er nicht reinwechseln. Und Jirachi tank ich eine Kehrtwende. Da bin ich mir relativ sicher. Kann mich halt zu Tode flinchen. Das ist halt das Nervige. So, ne? Das ist halt problematisch an der ganzen Sache. Deswegen muss ich gleich schauen, wie ich das dann spiele. Ob ich dann vielleicht nochmal rauswechsel und meinen Reuniclus aufspare, damit er mich eben nicht zu Tode flincht. Aber er könnte halt auch gleichzeitig auf die Kehrtwende gehen. Und die Kehrtwende wäre genauso schlimm. Das ist halt alles gerade sehr schwierig. So, er geht auf Bianco rein. Das ist Jirachi. Und jetzt muss ich einmal so zu kalken, ob er mich denn killt mit der Kehrtwende. Er killt mich nicht. Er könnte mich halt flinchen, ne? Ich glaube, ich gehe auf die Genesung. Genesung ist hier mein bester Play, vor allem wenn er auf die Kehrtwende geht. Da kommt die Kehrtwende. Das ist nämlich auch sein bester Play, meiner Meinung nach. Also hier nicht auf die Flinches oder sonst was in der Art gehen. Ich glaube, da hat er keinen Grund für. Und ich gehe jetzt hier auf die Genesung. Dann schauen wir mal. Er geht in Lelelele rein. Sein Quaxo wechselt er rein, was natürlich ein Threat ist. Aber der Vorteil ist natürlich jetzt gerade, dass ich eine gute Spezialdefensive jetzt habe. Durch die Boosts. Und solange mich nicht crittet, können auf jeden Fall zwei seiner drei Pokémon nicht so viel gegen mich machen. Das ist halt nice. Und ich glaube, ich werde noch einmal auf die Genesung gehen. Einfach, um mich wieder auf eine richtig gute Range zu holen. Ich habe damit aber nur noch drei Genesungen. Und darauf muss ich aufpassen. Wenn er jetzt hier drin bleibt, dann könnte ich sogar wahrscheinlich gewinnen. Dann könnte GG sein. Er bleibt... Ah, Dunkelnebel, als ob. Als ob er wirklich Dunkelnebel hat. Ja, RIP. Ripperino. Dunkelnebel auf Quax. Okay, das ist... also da, Chapeau. Chapeau an Mert. Hat er sehr stark gemacht. Ich kann aber eigentlich trotzdem nochmal auf Gedankengut gehen, ne? Ich kann mir trotzdem noch einen Gedankengut gönnen, in der Theorie. Das sollte eigentlich okay sein für mich. Oder nochmal einen Gedankengut rausholen? Ja doch, ich glaube schon. Weil er ist halt auf dem Timer, ne? Ich könnte jetzt hier noch einen Gedankengut rausholen. Wenn er wieder in Jirachi geht, ist das okay für mich. Ja doch. Wenn er ein Kapalos geht, kann ich ihn halt hart anhauen. Ah, das ist alles gerade schwierig. Das ist gerade schwierig. Es ist halt ein 3 gegen 2, ne? Er hat halt noch Kapaloris, er hat dieses Ding, Quaxo und Jirachi. Das ist so spannend. Das ist viel zu spannend. Ich weiß nicht, ob es so spannend hätte sein müssen. Ich hätte es wahrscheinlich schlauer spielen können.
Dunkelnebel hat mir das jetzt hier komplett nochmal gerettet, so ziemlich, ne? Okay, da kommt mein Gedankengut. Okay, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, die ich mir stellen muss. Gehe ich hier auf die Tatsache, dass er mich vielleicht flinchen möchte, in Marmolida rein? Und ich glaube, das wird jetzt der Game Changer. Oder gehe ich jetzt hier auf den Z-Fokusstoß? Vor allem, wenn ich durchkomme, dann habe ich super gute Chancen. Da habe ich richtig, richtig gute Chancen, ne? Wenn ich aber nicht durchkomme, dann ist es halt nervig. So, ich glaube, aber ich gehe erstmal auf den Z-Fokusstoß, weil ein Eisenschild tank ich ganz gut. Z-Fokusstoß, let's go. Let's go, Leute. Eisenschädel kommt, bitte flinch nicht, bitte flinch nicht, bitte flinch nicht, bitte flinch nicht, bitte flinch nicht. Wir kommen durch! Wir kommen durch, die 60%. Okay, Z-Fokusschuss auf plus 1. Hau ihn weg, Mann, hau ihn weg. Wobei, ich weiß nicht, ob das ihn weghaut, aber es sollte halt super nice Schaden machen. Aber es können ihn, glaube ich, weghauen. Wird, glaube ich, eine Roll. Ja, das ist eine Roll, wenn halt das Standard-Z ist. Komm schon, komm schon, komm schon. Hau ihn weg, bitte. Das wäre so nice. Ein Check für dieses Reuniclus weniger, also für Z-Omega. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Es ist weg. Es ist weg. Ah. Crit. Nein. Okay, wir hatten schon ein paar Hex in dem Kampf, aber das war sehr meddernd. Das war sehr, sehr meddernd. Okay, und jetzt sind wir in einer interessanten Situation. Denn ich bin bei plus 1 Spezialverteidigung. Und Spezialangriff. Und ich weiß nicht, ob Ludicolo mich hier besiegt. Ludicolo, wie auch immer. Plus 1 Spezialverteidigung. Ich habe 108 KP. Weil wenn ich Ludicolo besiege, dann habe ich sowieso gewonnen. Okay, stopp. Hydropumpe. Besiegt er mich? Ach, der besiegt mich. Nein. Das heißt, ich muss eigentlich rauswechseln. Oh, das ist gerade richtig schlimm. So, er geht in Kapalos rein, oder? Ja, das ist auch sein bester Play. Oh, das ist gerade richtig schlimm. Das ist gerade richtig, richtig schlimm. Dieses Kapalos ist halt gerade der größte Threat überhaupt. Der ist halt der größte Threat überhaupt gerade. Ich muss in Disco Fox gehen. Wenn er auf Gigasauer geht, habe ich so ein großes Problem. Aber ich muss in Disco Fox gehen. Um das hier zu gewinnen, muss ich da reingehen. Anders gewinne ich das hier nicht. Deswegen, Marmolida, let's go. Bitte nicht, geh nicht auf Gigasauer, Alter. Wenn du auf Gigasauer bist, dann war es auch ein Choke. Dann war das echt ein Choke, weil dann hätte ich gewonnen. So, Hydropumpe kommt. Das macht halt so einen nice Schaden, Leute. Das macht halt so einen nice Schaden. Das ist krass. So, er bekommt Life Orb plus Toxinschaden. Und ich muss jetzt hier eigentlich auf Schutzschild gehen. Das ist mein Play. Um ihm noch weiter einen Toxinschaden reinzudrücken. Deswegen gehen wir jetzt hier auf das Schutzschild. Damit er noch weiterhin Toxinschaden bekommt. Gigasauger, da kommt der Gigasauger. Er bekommt weiterhin Toxinschaden. Und die Sache ist halt jetzt. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich überlegen. Gigasauger. Ich könnte in Reuniclus gehen. Er muss halt jetzt eigentlich auf Gigasauer gehen, muss er aber eigentlich auch gar nicht. Also muss er nicht. Ja, das ist echt schwierig, weil Salzer könnte halt von der Hydropumpe jetzt hier gleich besiegt werden. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall auf den Double Protect gehen. Das ist auf jeden Fall mein Play. Und dann muss ich halt mit Reuniclus sowohl Kapaloris als auch Dingens besiegen. Okay, okay, okay. Ich gehe jetzt hier auf den Double Protect erstmal. Das ist halt mein Play. Er wechselt nochmal raus. Was? Was? Das war ein Choke. Ich weiß nicht, ob das ein Choke war. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, das war nicht der beste Play, den er hätte machen können. So, er bekommt Toxinschaden. Der Regen ist halt auch gleich vorbei. Bitte überlebt das, Disco Fox. Du überlebst das nicht, okay? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Überlegen wir mal ganz kurz. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier in Salza rein. Oh, das ist gerade schwierig. Das ist gerade echt schwierig. Wie choke ich das jetzt nicht? Wie choke ich das jetzt nicht? Ich habe 3 Genesungen. Der Regen ist halt gleich vorbei, was praktisch ist. Ich choke das nicht, indem ich jetzt auf Psychokinese gehe, oder? Oder ich weiß nicht. Ich glaube, ich choke es nicht, indem ich auf Genesung gehe. Das ist halt gerade alles sehr schwierig. Aber ich glaube, Genesung muss mein Play... nicht Genesung. Hilfe, nicht Genesung, Gedankengut. Das ist alles gerade schwierig. Das ist alles gerade schwierig. Aber ich glaube, Gedankengut ist hier mein Play. Ja, Gedankengut ist mein Play. Da kommt ein Siedewasser, 153 KP. Ich sollte halt 2 tanken. Oder? Moment, habe ich das falsch im Kopf? Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Lass das jetzt nicht der Choke gewesen sein. Lass das jetzt nicht der Choke gewesen sein. 74 KP. Doch, der Regen ist weg. Doch, ich sollte das tanken. Doch, doch, doch. Safe Call. Safe Call. Safe Call, Safe Call. Alles okay. Der Regen ist weg. Solange jetzt nicht irgendwie eine krasse Attacke hat, sollte ich das tanken. Du kannst jetzt gerne auf Haze gehen. Also auf Dunkelnebel, aber das wäre okay.
Also geht weiter und auf Siedewasser. Bitte kein Crit, kein Crit, kein Crit. Okay, kein Crit. Oh, ich hatte gerade richtig Angst. Ich dachte ganz kurz, dass ich das gechoked habe. Aber nee, ich habe den Regen, der nicht mehr da ist, mit einberechnet. Deswegen, alles ist okay. Jetzt er stirbt langsam mal sicher an der Vergiftung. Und ich kann mich hochheilen. Ich habe noch 3 Genesungen. So, mein Play ist es, auf Genesung jetzt hier zu gehen, oder? Doch, mein Play ist hier die Genesung. So, kommt nochmal Dunkelnebel. Das ist klar. Und ich werde jetzt nur auf Gedankengut gehen. Sein bester Play ist, glaube ich, jetzt hier einfach Dunkelnebel zu spammen. Boah, was ist das denn für ein Kampf? Was ist das denn für ein erster MPL-Spieltag? Der geht super, super lange. Und dann ist er halt auch nochmal so crazy. So krass ist das gerade. Okay. Gedankengut ist mein Play, den ich machen muss, um hier zu gewinnen. Ich gehe auf mein Gedankengut. Kann er gar nicht Dunkelnebel spammen, weil er langsamer ist. So, er stirbt jetzt hier gleich durch Dingens. Durch die Vergiftung. So, und jetzt habe ich ein +1/+1 Zytomega. Und er hat keinen Regen draußen. Das heißt, eigentlich sollte ich alles von Kapaloris überleben. Ich bin auf +1 Spezialangriff, +1 Spezialverteidigung. Und ich sollte ihn mit Psychokinese besiegen. Das heißt, solange er mich nicht auf einmal crittet, mit einer Hydropumpe, gewinne ich das. Solange er mich nicht crittet, gewinne ich das. So, kommt Kapaloris rein. Er ist in einer Range, wo er safe von Psychokinese besiegt wird. Ich habe noch eine Genesung, die ich aber nicht einsetzen muss. Sondern ich darf jetzt nicht missklicken, sondern Psychokinese. Wir drücken jetzt hier die Psychokinese und wir besiegen ihn safe call. Hydropumpe kommt, er trifft, kein Crit, kein Crit, kein Crit. Selbst ein Crit könnten wir überleben. Es ist kein Crit. Ich weiß nicht, ob wir den Crit überleben. Ich glaube ungefähr, mit einer guten Roll. So, Psychokinese kommt und damit haben wir gewonnen. GG, Alter, was war das für ein Kampf? Alter, 52 Minuten. Einer meiner längsten Draft-Kämpfe. Einer meiner spannendsten Kämpfe wahrscheinlich auch. Gut, ein bisschen selbstverschuldet, denn ich habe es mir echt ein bisschen spannender gemacht, als es sein sollte. Wie gesagt, ich habe nicht so gut gespielt am Anfang, es tut mir leid, aber ich habe, glaube ich, das Mid- und vor allem das Endgame habe ich richtig runtergespielt und ich bin gerade tot. Meine Stimme ist fast tot. GG an Mert. Hätte vielleicht erst am Ende nochmal gewinnen können. Alter, ich weiß nicht, ob er das irgendwie am Ende gechoked hat. Keine Ahnung, ihr könnt gerne in den Kommentaren diskutieren. Ich freue mich auf eure Bewertung, auf eure Kommentare. Ich bin gerade kaputt wie sonst was. Und ja, schreibt mir einfach eure Meinung. Und wenn ihr ein bisschen geschaut habt, dann seid ihr richtig cool. Dann könnt ihr schreiben, ich bin cool. Bis zum nächsten Mal und ciao.